So, servus, back on track, keine Ahnung hier. Ich starte jetzt einfach mal den Vlog hier mit dieser Kamera hier. Ich muss, ja, einmal hier. Ich muss jetzt hier gerade alles noch alles zusammenpacken. Gimbal, GoPro-Ausrüstung, Selfie-Sticks, was weiß ich nicht, hier die GoPro an sich. Schwimm-Outfit, ist es das Outfit hier? Ich weiß es nicht. Hier, die Drohne kommt noch mit, alles. Irgendwie voll im Verzug und wie dem auch sei. Damit startet jetzt der Vlog. Kroatien, ein paar Tage sind wir unten. Wir nehmen euch natürlich gerne wieder mit. So, kommen wir hier einmal rein. So, da war es noch. Hier wäre noch eine Wohnung. Unsere ist right here. So, ein Träger hier. Gehen wir direkt links rüber ins Schlafzimmer. Bitte schön, Schrank ist auch da. Das Badezimmer. Ist alles relativ neu, sehr neu. Ich weiß gar nicht, wie alt die Immobilie ist, aber. Der Räumlich hat Platz, alles drum. Hier für Gäste noch mal ein bisschen was aufgebaut. TV wird eh nicht an sein. Küche, Wohnküche. Auch alles drum, alles dran. Ja, jetzt können wir hier Spezialmente auf die Terrasse. Schön sehen. Alles aufbauen hier. Und da drüben direkt das Meer. Riesengroß. Meine Schwester, Bruder, unser Auto. Und ja, that's about it. Holt noch. Was ist der jetzt der Schlachtplan für heute? Also, wollten noch ins Kaufland. Ein bisschen was einkaufen. So, noch gar nicht irgendwie richtig zum Loggen gekommen. Also richtig faul gewesen sozusagen. Machen wir uns gerade fertig. Heute ist der erste Beach Day, sagt man ja. Wir machen gerade alles fertig, packen alles. Holen dann meinen Bruder noch von unten ab. Weil wir sind quasi hier in der obersten Wohnung, im Dachgeschoss. Mein Bruder und Schwester sind im Erdgeschoss. Hier mal kurz die Terrasse nochmal weg. Und ein bisschen Mare, ein bisschen Meer. Und wir steigen jetzt gleich ein und fahren dann hier hoch die Richtung. Zum Anker, unser Lieblingsort, Lieblingsspot zum Baden, zum Schwimmen, Sonnenbaden. Und geplant ist auch noch, dass wir dann wieder in die Terrasse essen gehen. Ansonsten, wir haben schon viel Stuff dabei. Die Kühltasche ist hier. Ein Rucksack mit dem ganzen Equipment. Weil ich will auch nochmal die Drohne steigen lassen. Das Wasser im Auto. Und hier sieht man das, Stammtasche, Isomatten. Jo. Schon ein bisschen was dabei, Frisur sitzt, platzt. Wie auch immer. So, hier zumachen und dann nehmen wir euch mit auf ganz charmante Art und Weise. Trinken haben wir. Hä? Die Drohne drin. Kann ich schon im Auto lassen. Powerbanks sind drin. Kühltasche ist gepackt. Melone müssen wir noch abholen. Und ja, let's go. Okay, der andere Akku war schon leer. So, mal kurz reingebrabbelt hier. Erste Runde Schwimmen hatten wir schon hinter uns. Bruder sonnt sich, Frau auch. Hund, hallo. Gehen wir noch mal zum Hund kurz. Wenn ich jetzt da reinspringe. Hallo Hund. Genau, aber Sonnenbrille muss ich noch ausziehen, weil das schickt sich nicht so im Wasser. Dann springen wir mal kurz ins Wasser und gucken, ob das funktioniert mit dem ganzen Gehäuse hier. Also, den habe ich nicht dabei. Ja, ich muss einfach mal. Ich gehe hier vorne rein. Nee, spring doch mal. Einmal springen. Ich versuch's. Let's go. Also es lebt noch. Ich lebe auch noch. Super Ding.
Ja, war ein super Ding, ne? Ja, wahrscheinlich wird die Tonaufnahme nichts sein. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch so viel Sinn macht, hier überhaupt noch weiter zu vloggen, weil irgendwie haben wir keine Kontinuität, gar nichts. Ja. Also ein bisschen durcheinander. Auf alle Fälle waren wir vorhin schwimmen und der Kleine da, der da, ist total durchgedreht, weil wir waren im Wasser und im Wasser konnte er damit gar nichts anfangen. Das wird versaufen. Hat er keine Ahnung, was er sich gedacht hat. Aber auf alle Fälle war es ein Erlebnis. Seine Schwimmweste, die er bekommen hat, fand er auch nicht so cool. Ja, das ist ein komischer Hund. Gell, Harrison? Und jetzt, keine Ahnung, jetzt rennt er wieder davon. Vielleicht hat er die Möwen anvisiert. Oder will ich einfach nur brunzen? Man weiß es nicht. Jetzt gehen wir hier, 19.30 Uhr. In einer halben Stunde. Jetzt haben wir, zeig, 19 Uhr. 19.30 Uhr ist hier der Sonnenuntergang am Port Rapsunze. Das ist ja quasi hier einfach noch round the corner mäßig. Hier haben wir auch den Leuchtturm direkt an der Küste. Da drüben, da sieht man, da drüben ist das Café Marex, auch bekannt und berüchtigt. Wobei, da drüben hätten wir es eigentlich besser sehen können, ne? Also geschmeidiger zuschauen können wir. Ja. Da vorne wird es wieder voll sein. Stopp, wollen wir hier bleiben? Genau, bleiben wir am besten gleich hier. Yes. Mami. Mami. Lass mal auch kurz steigen. Kurz steigen lassen. Vielleicht haben wir eine schöne Aufnahme, ich weiß es gar nicht. Ja. Ja, Mali! Ja, und gleich ist es soweit. 20 Grad ungefähr. 27 ist gemeldet. Die Mäven. Oh, das Ganze ist an Romantik nicht mehr zu übertreffen. Jetzt mal kurz so, ohne die GoPro, ohne eine andere Kamera. Hallo. Sonnenuntergang, check. Und jetzt laufen wir hier durch die Schenengassen. Achtung. Also, weiter geht's durch Schenengassen. Keine Ahnung, was du jetzt machen. Ich will die ganze Stadt laufen, ne? War irgendwie so, ja, ich muss auch sagen, ne? Wunderbar. Eigentlich schon eine gute Zeit erwischt jetzt hier. Mit Anfang September kaum noch Touristen, ist nichts voll und ja, jetzt im Juni war schon wesentlich voller, hatte ich das Gefühl. Aber ich bin auch hier hoch, ja. Da vorne kommt jetzt dieses das Eiscafé. Da war schon unangenehm, aber jetzt schon ganz schön gechillt. Mir schon mein Leben lang hier Urlaub machen, ne? Nur hier habe ich ein Maiskolbe geholt. Das erste Mal. Ihr seid mit dabei. Aber willst du den ersten Biss haben? Also die gibt es gegrillt und einmal nur gekocht. Mit Salz, ohne Salz, mit Butter, ohne Butter. Butter hätte ich genommen. Und Taste-Test. Mhm.
So, und noch ein Ducky Duck Laden erwischt, wo diese Stores jetzt auf einmal herkommen. In Schibenik. Matschka. Drüben her ist die Katze. Schönes Restaurant hier. Nice. Wir finden das Mary. Ja, jetzt sind die Bamiti hier nicht. Super. Röche die Haxe. Ja, das ist Novum, der kleine Herissen. Läuft dann auch keine Treppen. Was ist denn das? Guck mal, das ist nicht fancy. Da hocken sie auf Glas und unten drunter ist Wein. Das ist schön. Das ist genau mein Ding. Rausgesetzt alles. Ja, und dein Lokumladen ist, glaube ich, gleich so. Ja. Kostet. Nee, ich Oh. Genau, das ist jetzt die Serenade. Ich verschwinde kurz, okay. Haben die noch offen? Ja. Naja. Ui. So, leckere Ice Cream. Weißt du, so Kekse da von den Italienern? Also wir sind gerade in Biograd da Moru. Leider schlecht im Vloggen, gell? Ich habe vorhin so ein bisschen noch was, sehen Sie ja eh im Video dann. Aber wir haben Biograd-Vlog letztens schon aufgenommen. Ja, alles, also da alles Sachen, die wir schon gesehen haben, beziehungsweise im anderen Video sind. Ihr habt nichts verpasst. So, Biograd na Moru, hier hinten ist das Wasserballstadion und hier die Promenade und da hinten so ein kleiner Freizeitpark. Biograd na Moru. Biograd na Moru, hier drüben ein bisschen Strand, Land, Trikos, Champes. So, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt weiter vlogge. Irgendwie haben wir gar nichts gevloggt. Aber da das ja vlogtastisch ist, nehmen wir euch jetzt mit auf den letzten Tag. Letztes Mal schwimmen, letztes Mal baden in der schönen Adria. Hier in schönen Kroatien mit vielen Leuten, die Lust haben auf Touristen. Schöne, leckere Essen, macht dicke Bauch. Und let's go. Hey, geh mal, Frau, geh mal. Heimo. Hat gesagt, ich soll alles schon im Auto machen. Da hat es geregnet. Ich weiß gar nicht. Wir müssen jetzt auf Freistadt früh. Genau. Also es geht
quasi ans Mare. Ans Mare geht's. Trinken ist vom Hund auch schon drin. Also wir gehen schwimmen, dann gehen wir essen. Dann hier einmal. Ja, das muss alles noch sauber gemacht werden. Oh, Jesus Maria. Alter, Scheiße. Sauber machen. Also, ans Mare, essen, ans Grab und ja, Sachen halt eben packen, aufladen, einladen und ja. Jetzt haben wir meine Schwester noch. So, Kinder, heute letzter Tag an Adria. Harrison, Doji, komm. Nochmal ein bisschen baden gehen. Ja, ja, ja. Gucken, wie der Harrison heute durchhält. Weil irgendwie gefällt mir das ganze Thema Wasser nicht. Ist viel am Bellen. Aber schwimmen kann er. Aber er mag es nicht, wenn wir drin sind. Ah, so, jetzt gehen wir noch ein bisschen baden hier. Dann noch ein schönes Mittagessen später. Und ja, da geht es heute Abend auf dem Heimweg hier wieder ins schöne Deutschland. Ne? Also irgendwie kriegen wir es immer noch nicht hin, gescheit zu vloggen. Vielleicht soll es auch so sein, diesmal in diesem Urlaub, in diesem Aufenthalt. Wir hocken jetzt aber gerade wieder in der Terrasse, unser Lieblingsrestaurant. Den ist der Kuchen schon heiß. Ich habe mir Cevap bestellt. Cevap, Tizi. Und die Jenny hat, was hast du bestellt? Oktopussalat. Oktopussalat und ein Focaccia, genau. Und jetzt kommt Getränke. Das Standardgedeck: Espresso, da drüben Americano, Bozzuiane, Wasser. Hey, Mali. Und auch sein Wasser. So, und eben wieder gemerkt, dass wir voll den, ja, nicht Mist zusammen geblockt haben, sondern einfach nicht konstant irgendwas geblockt haben. Aber wir sind gestern zurückgekommen, wohlbehalten, mit einem riesen Umweg über Slowenien, Maribor, anstatt dass er uns über Ljubljana geschickt hat. Genau, über Maribor, Graz, so die Richtung da hinten, riesen Umweg, weil wieder was gesperrt war. Ich liebe die Strecke nicht mehr. Ansonsten, Jenny hat alles ausgepackt, hier alles geregelt daheim. Mich hat sie kurz schlafen lassen gestern. Und ja, dem Kleinen geht's auch gut. Der Kleine hatte auch wieder die Schnauze voll, gell? Die lange Fahrt, was heißt lange Fahrt? Das waren knapp 12 Stunden. Und was denn, was denn, was denn? Hm? Komm mal hier. Genau, hiermit beenden wir den quarzen Vlog aus dem September hier 2023 und habe jetzt hier noch ein paar Dateien hochgeladen. Mal gucken, wann ist das mit dem Schneiden ist eh so ein Ding, weil noch ein Haufen Zeug zu machen ist, zu schneiden ist. Auf jeden Fall bin ich hier gerade am Hochladen auf dem PC, die Dateien sichten und dann wird das peu à peu hochgeladen. Ansonsten, ciao, haut's rein. Liken, kommentieren, ihr wisst doch Bescheid, teilen und so weiter und so fort. Ciao, ciao, ciao.